wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Es gibt keinen Ort, an dem ich heute lieber wäre als hier in Hockenheim für den großen Preis von Deutschland. Durch die starke Konkurrenz werden wir bestimmt Spannung pur geboten bekommen. Wenn ich mir so die Tribünen mit all den Menschen anschaue, scheint ein beachtlicher Teil Deutschlands genau meiner Meinung zu sein. Das Heimspiel für die vier deutschen Piloten der Saison 2016 findet natürlich am Hockenheimring statt. Die Strecke ist 4,5 Kilometer lang und besteht im Prinzip aus zwei verschiedenen Strecken. Denn wir haben einmal den Stadionbereich, wo es auf die perfekte Abstimmung ankommt, und den Rest der Strecke, wo Tempo gefragt ist. Die beste Überholmöglichkeit ist natürlich die Hanau-Kurve. Wie der aufgeregte Kollege neben mir kann auch ich das Rennen kaum erwarten. Es handelt sich übrigens um niemand Geringeren als Stefan Römer. Schön, dich heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Danke, und auch ich warte schon gespannt auf das Rennen. Alle Zeichen deuten auf ein großartiges Rennen. Weltmeister in starken Autos, viele Fahrer in Form und, wie ich vermute, ein paar Strategen in der Boxengasse, die etwas anderes versuchen möchten und vielleicht die Reihenfolge etwas verändern. Wir müssen auf der Strecke bis Kurve 1 voll konzentriert sein. Wir sind jetzt im Vorteil und das soll so bleiben. Verteidige innen, dann können wir Kurve 1 in Führung verlassen. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Sauber startet also von der Pole. Und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Verstappen, Carlos Sainz Jr. und Quert. Ricardo, Hamilton, Gutierrez und Pascal Wehrlein. Hayanto, Perez, Romain Grosjean und Eriksson. Alonso, Hülkenberg, Kimi Räikkönen und Kevin Magnussen. Massa und Palmer. Valtteri Bottas und Jenson Button macht die Startaufstellung komplett. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten.
Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Ein paar Informationen zu Alonso. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Thank you.
Thank you.
Also wieder ein fantastischer Sieg für Sauber. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu Ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Hier kommen Sie nun und betreten das Podium nach diesem aufregenden Grand Prix. Dass diese unabhängigen Teams so wettbewerbsfähig sein können, zeigt, wie vielseitig der Sport heute ist. Und was für ein toller Sieg das von Sauber war. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Oh, das ist heute gar nicht so einfach. Aber mein Instinkt sagt mir Valtteri Bottas. Und wenn ich mir das Feld so ansehe, tut sich für mich niemand hervor, der meine Meinung ändern könnte. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Sauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne macht. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Das war nicht das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Auf jeden Fall der fliegende Finne. Warte, wie viele fliegende Finnen hatten wir inzwischen schon? Wie auch immer, in diesem Fall meine ich Bottas. Starkes Tempo und ebenso gute Arbeit im Verkehr. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil
ihres Punktepolsters eingebüßt. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Sauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne machen. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn Sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen Sie nicht. Wir hoffen, Sie wiederzusehen, also bis dann. Hey, cool dich wiederzusehen. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Sie werden gerade in diesem Moment angepasst. Hier ist der Bericht.